Sie hatten viel zu bereden, aber waren selten einer Meinung. Russlands Außenminister Sergei Lavrov warf deutschen Medien vor, zu Protesten in Moskau aufzurufen. Bei Demonstrationen der Opposition kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Festnahmen westlicher Journalisten, unter ihnen auch ein Vertreter der Deutschen Welle. Den Vorwurf der Einflussnahme lässt sich Heiko Maas bei dem Treffen der Außenminister in Moskau aber nicht gefallen. Weder realistisch, weder in der Gegenwart noch in der Zukunft zu glauben, dass Deutschland oder auch deutsche Medien Einfluss nehmen wollen auf solche innenpolitischen Entwicklungen oder sie gar initiieren wollen. Lavrov lässt die Antwort kalt. Er kritisiert im Gegenzug die Behandlung von Mitarbeitern des Staatssenders Russia Today in Europa und zeigt generell wenig Verständnis für die regierungskritischen Demonstranten in seiner Heimat. Es gibt die Möglichkeit, Ort und Zeit eines Protestes anzumelden. Die Abläufe sind jedem bekannt. Wenn Leute Skandale verursachen wollen, dann halten sie sich nicht an die Vorgaben und starten eine unangemeldete Kundgebung. Neben den Protesten standen weitere Themen auf dem Plan wie der INF-Vertrag oder die Ukraine-Krise. Zumindest bezüglich der Lage in der Ostukraine scheint man bereit für weitere Gespräche. Ein Treffen von Frankreich, Deutschland, Russland und der Ukraine sei realistischer geworden. Zuletzt gab es ein solches vor 3 Jahren. Es bleibt aber ein seltener Moment der Annäherung bei diesem Treffen der beiden Chefdiplomaten.